Hier hat doch jemand bei mir Steedfeed angepflanzt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von TWOOF. Mein Name ist Sunil P. und wir stehen immer noch hier in diesen Dingen. Ich habe die Aufnahme eigentlich nur gestoppt und weitergemacht, denn wir gehen jetzt einmal den Neo Ninja testen. Dazu muss man ein bisschen laden lassen, so. Und zwar testen wir den in, wo denn? In, ja komm, lass mal mindestens U2. U2 macht sonst also alles da drunter, bah. Ich weiß auch nicht, ich mag U1 nicht. Ist so langweilig. Und U2 lädt nicht. Nein. Ah doch, da kommt was. Da ist einer explodiert. Und ich habe sofort ein Item gekriegt. Vom Zugucken. Nice, ne? Also wenn ich schon so eine Karte sehe, dann könnte ich hier schon ins Essen kotzen. Naja, wollen wir mal hier dran. Wow, wo bin ich? Ah, ich bin hier oben. Gut. Dann gehen wir mal hier gucken. Ich gehe mal hier lang, genau. So, da ist... Achso, übrigens habe ich mir vorgenommen, die Folgen viel weniger zu schneiden. Ich habe gemerkt, in den letzten Folgen, also jetzt nicht die letzte gestern, also die ich gerade davor aufgenommen habe, sondern die Folgen davor, dass ich immer viel zu viel rumschnibbel. Und irgendwie der Fluss der Folge irgendwie so, ach, ich glaube, ihr versteht das, was ich meine. Das ist immer so lieblos. Klar kann man damit die besten Situationen rausfischen und alles, aber irgendwie... habe ich auch zu viel gezockt, während ich, also letztes Jahr vor allem dann, während ich nicht mehr so viel, also ihr habt dann so wenig gesehen. Ich habe dann gezockt und die Tagesquest gemacht und währenddessen habe ich immerhin den zum Beispiel bis auf Level 16 schon hochgelevelt. Ihr habt den noch nicht einmal gesehen. Das müssen wir ändern, so, das funktioniert so nicht. Wir müssen hier erstmal, klopf, klopf, Bienen, kommt runter. Wo sind die? Ja, die kommen. Manchmal ist es so, du brauchst nur hier hochkommen und dann kommen die, ach, die hängen irgendwo fest, ist egal. Dann gehen wir halt hier hoch. Was ist hier? Hier ist ein Omnius Totem. Aua, aua, es brennt. Ich brenne vor allem. Auf so einem engen Raum hasse ich das immer, mit dem zu kämpfen, weil der braucht so viel Platz eigentlich. Kommt mal hier lang, genau hier. Und leider ruckelt das Spiel ein wenig, das ist aber dieses Mal, weil ich im Hintergrund noch am Rendern bin, ja, die Folge für die online kommen soll, demnächst, die muss noch gerendert werden. Wir gehen Richtung, ey, ja, meine Taste, manchmal hängt die. Es ist einfach so, dass ich auf dieser Taste, ich lege da eigentlich automatisch Laufen drauf. Und jeden dritten Klick, man sieht das ja, denkt er sich, na gut, dann machen wir das Menü auf. Jetzt nicht mehr? Doch, jetzt wieder. Es versteht keiner irgendwie. Mit keinen meine ich natürlich nur mich, erstmal. Candy, Cupcake Canyon. Besser kann es gar nicht laufen. Und, abgewehrt. Nicht runtergefallen. So, kaputt hauen. Ein bisschen Shapestone mitnehmen. Auch das, glaube ich, habe ich in vielen, vielen Folgen rausgeschnitten. Für mich ist natürlich das Problem, dass ich dann mehr Aufnahmezeit haben muss. Ich nehme dann manchmal 30, 40, 50 Minuten auf und mache daraus eine 18-Minuten-Folge. Das ist natürlich auch ziemlich auslassen und ich habe wieder demnächst keine Zeit. Ich hatte jetzt nur über den Winter sehr viel Zeit, dass ich jetzt so viel exklusive Specials und alles machen konnte. Demnächst wird das halt ein wenig geändert. TWOOF versuche ich trotzdem täglich zu lassen, weil es sind ja immer nur 15 bis 20 Minuten. Und diesmal werde ich nicht mehr so viel schneiden, bin ich schon durch. Hallo? Lässt du mich durch? Ach doch. Manchmal lädt er aber auch. Ach, jetzt hat er getauscht. Das Spiel, ich habe wieder so einen heftigen Ping, ich weiß gar nicht, was da immer los ist mit dem Spiel. Ping, 1000 Ping. Wie soll man denn da vernünftig spielen? Jetzt geht's mit 400.
Und trotzdem warte ich auf eine Truhe. Da kommt sie doch. Und was ist es? Ein Hut. Habe ich den Hut? Nein. Ja, meine ich. Habe ich alle. Schade. So, das Zeug mal hier runterpacken. Mache ich gerne. Dann kann man viel schneller zu dem Zeug kommen, was man braucht. So, dass man nach unten und den dahin. So. Da mal raus. Und Richtung das da. Da ist ein Häuschen. Da ist das. So, ich möchte auch jetzt gleich erstmal drauf eingehen, was kann man mit dem Charakter alles machen. Für den, der sich denkt, ob ich den kaufe, ich weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall die erste Fähigkeit. Die stunt den Gegner oder die fesselt den an den Gegner an Ort und Stelle. Wichtig ist, der fesselt wirklich nur. Also stun ist der falsche Wort, weil stun heißt ja betäuben. Die Gegner können weiterhin noch schlagen. Wenn man in der Nähe ist. So. Das wäre also Fähigkeit 1. Man geht durch. Und wenn man viel Schaden macht, kann man so sogar Gegner töten. Also ist schon nicht schlecht. So, mal gucken, der kommt jetzt runter, ne? Wo ist er jetzt? Ist er schon unten? Nee. Ach, das Spiel laggt heute. Warum muss das denn jetzt einfach laggen? Das kann doch jetzt nicht... Ich glaube... Meine Freunde sind gerade gelandet. Oder mein Freund, besser gesagt. So, außerdem sieht man immer, wenn ich treffe, habe ich bis zu 3 Ringe. Wenn ich dann wegspringe, kann ich... Ja, wenn es nicht so laggen würde... Dann bin ich im Tarnmodus und kann dann... Ja, jetzt geht's nicht. Kann dann Ninja-Sterne, Shurikens schmeißen. Ich zeige das nochmal. Aua. So, weg. Und dann schmeißt er die. Allerdings, durch das ganze Lage sieht man die, glaube ich. Doch, da hat man sie gesehen. 2 Stück. Ja, das ist halt nicht so das, was ich denke. Getan und dann. Ja, man sieht hier, der Ping ist so hoch. Aber das stört mich nicht, denn durch die Schattenausrüstung, die noch nicht mal gelevelt ist, glaube ich. Was hat die denn? 10, 10, 9. Ah, da sieht man, dass ich die gefunden habe. In einem U5 SA. Also Shadow Arena. Und da kriegt man dann schon so bis zu 10 Forge Level. Ich habe ja meistens den Ring. Was habe ich hier? Ah, hier habe ich einen Physical Jump Ring an. Energie. Ah, den einen habe ich gerade nicht mehr dabei. Ich habe eigentlich immer so einen 250er Magic Find für den Fall dabei. Wow! Ja, den habe ich vergessen. Komm ruhig ein Stück näher. Das lag eh hier, dann kann ich noch ein bisschen zeigen. Und zwar kann man gut durchhüpfen. Und dann kann man 3 Stück. So, jetzt habe ich 3. Ja. Und so. So, man hat gesehen, wenn ich diese Ringe um mich herum habe, die kriege ich für jeden Treffer. Dann kann ich mit meinen, während ich getarnt bin, diese Shuriken schmeißen. Mein Tier aufbrechen, Formizid mitnehmen, ist jetzt nicht so meine Favorite-Ressource. Aber ich weiß, dass die Musikblöcke das brauchen. Nicht wirklich viel, ich glaube einen sogar nur. Also ist das nicht so schlimm. Denn ich muss sagen, sonst wüsste ich nicht, was ich sonst mit Formizid anfangen soll. Also werde ich mir einfach 1000 Blöcke kaufen. Ja! Ich finde vor allem diese Beweglichkeit bei dem ganzen Charakter richtig cool. Er ist einfach schnell. Anders als viele Charaktere ist es auch so, wenn ich schlage, finde ich, läuft er gar nicht wirklich langsamer. Ah, das Gelagge hier. Eine Sekunde. Eine Sekunde, zwischen einer Sekunde könnte man 7 Gegner spawnen und 13 Mal sterben. Warum muss der Server eigentlich immer lang, wenn ich aufnehmen möchte? Mann. Der macht einen fertig. Ja, wenn es laggt, denkt sich der Server natürlich auch, es darf laggen. Ach toll, jetzt hat er mir die 3 Dinger geklaut. Ja, die gehen nach der Zeit auch wieder weg. So, jetzt habe ich 1, ne, das ist der Sprung. Komm nochmal her. Ja, ist ja gerade runtergerutscht. Der Sprung. Komm ruhig her. Dann habe ich den Rechtsklick, also die alternative Fähigkeit neben den Hauptschlag gezeigt. So, und dann kommt natürlich noch das letzte, aber das zeige ich gleich mal beim Endgegner. Wenn er dann mal nicht ruckeln würde beim Endgegner. Gehen wir da zum 3-Sterne-Boss.
Hier ist Shapestone. Komm her. Auch das kann man nie genug haben. Vor allem, weil ich habe noch Großes vor in diesem Let's Play, in dieser Let's Play Serie. Wir werden versuchen, jeden craftbaren Mount noch herzustellen. Ihr werdet live dabei sein. Und demnächst werdet ihr dann auch bei den meisten Situationen dabei sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jeden Tag aufnehmen werde. Das heißt, die Tagesquest werde ich trotzdem auf jeden Fall machen. Aber ich werde jetzt nicht wieder... Also ich werde nicht mehr tagelang die Nacht durchsuchten, nur damit ich irgendwas bekomme oder irgendwas kriege oder sonst irgendwas. Sondern ihr werdet immer live dabei sein. So, hier ist ein Endgegner. Zum Beispiel kann man den jetzt einfrieren. Jetzt habe ich erst so viele Gegner hier. Lass mich jetzt die Gegner besiegen. Ist jetzt kaputt. So, und friert ihn ein. Und jetzt kann man mit Laser bewerfen, also mit Laserschwertern. Der schmeißt die. Und jeder Treffer reduziert, also dieses Stasisfeld, glaube ich, halt 3 Sekunden oder so ungefähr. Und jedes Mal, wenn ich treffe mit diesem Laser, wird das wieder auf 3 Sekunden zurückgesetzt. So kann man also Endgegner vor allem in einer Position festhalten. Einziger Nachteil, was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn die festgehalten worden sind, dann müssten die wirklich auf dieser Stelle bleiben. Aber leider ist es so, dass wenn man einen hohen Knockback hat, also ein Krieger, der einfach auf den Boden haut und als wäre es morgen verboten, dann fliegen die Gegner trotzdem durch die Gegend. Und teleportierende Gegner können sich trotzdem noch teleportieren. Also irgendwie so ein bisschen cooler hätte diese Fähigkeit sein können, wenn die nicht dagegen, also wenn die wirklich stehen bleiben würden, ein bisschen. Von mir aus dann auch nur eine Sekunde. Dann würde man halt Gegner immer mal so einfrieren. Also nicht einfrieren, sondern auf Position festhalten und alle anderen könnten schießen. Leider ist es dann ist es nicht so, dass es, wenn jemand gefesselt wurde, dass es ein hundertprozentiger Nachweis dafür ist, dass er wirklich da stehen bleibt. Leider. Kommt ihr nicht? Ne, dann nicht. Dann fahre ich weiter. Ich habe 3 Ringe um meinen Kopf. Ich bin ein Ninja. Komm her, du Ice Cream. Auf jeden Fall sind die Ninja-Steine sehr stark, wie bei jedem anderen Charakter auch. Die Fähigkeiten halt, die mehr Schaden machen als die Auto-Effekte. Was habe ich denn hier? Schon 2000 Damage und ich habe eigentlich die billigsten Sachen an, die es gibt. Die sind gerade mal zu Schatten geworden. Der war so, ein Stern, da ist ein Doppelstern, das heißt deswegen bin ich noch Level 17. Ansonsten Nougat eigentlich, naja. Und trotzdem U2 ohne Probleme. So, kommt mal ruhig her, ich renne euch durch. Noch einer. Hier waren doch schon 2 Items gleichzeitig. So. Naja, alles orange. Orange brauche ich mir nicht mehr angucken. Das Schöne in der Ecke, dann sieht keiner was, nicht mehr ich. Ist jetzt runtergefallen? Ja. Eingefroren und runtergefallen. Super. Na, ich sag mal eingefroren. Eigentlich nur auf dem Boden gefesselt. Komm ruhig. Ich habe den genau gehört, dass der... Wow. Jetzt auch mal hier so ein Supermodus. Das Coole an diesem Laser ist, dass man damit, dass es die einzige Fernkampfattacke hat, die er hat. Also der Charakter. Und die macht natürlich auch mega Damage. So. Und wupp, wupp, wupp. Kommt denn da was? Nein. Oh ja! Wichtig ist auch das kann man zum Abbauen benutzen. Ich habe es mal versucht. Ich finde nur schade, dass also immer noch der Candy Barbarian mit seinem auf den Boden hauen immer noch viel besser ist als alle anderen Klassen. Auch wenn ich die Fee, die wir bald mal auch testen werden, auch wenn die auf den Boden mit so einer Explosion schießen kann, es dauert alles zu lange. Man muss zu oft dafür schießen. Beim Candy Barbarian hüpft man 2-mal drauf und dann bam, war's das. Und das geht richtig schnell. Wie ihr bestimmt schon mal in ein oder andere Folge bei mir gesehen habt. So, alle tot. Ja. Das müsste auch so. Na, vielleicht 3-mal. Vielleicht 1-mal weniger als das, was. Obwohl, der Candy Barbarian kann ja auch fast unendlich oft hinspringen. Na, ich weiß auch nicht. Ich fände das cooler, wenn man hier einfach drüber und dann. Rutschen und rutschen und rutschen und rutschen.
Guck mal, wie oft man hier hüpfen muss. Erst dann gehen die kaputt. Da war die Energie schon weg. Also dreimal hätte gereicht. Immerhin kann man das ja schnell genug machen. So, genug gemeckert jetzt hier. Ist ja nicht so, als würde... Ah, aber ich möchte euch hier die Klasse vorstellen. Ja! Ich werde auch mal irgendwann Tutorial-Videos zu den wirklichen Klassen, also zu den Klassen machen, was für coole Kombos man machen kann. Denn gerade mit dem hier kann man richtig coole Kombos machen. Zum Beispiel so richtig weit nach hinten hüpfen. Also man kann diesen normalen machen oder den richtig weiten. Ja. Und dementsprechend kann man dann verschiedene Attack-Kombos machen, damit man wirklich trifft oder den unendlich langen Stunt oder sonst irgendwas. Leider geht das natürlich nur bei Endgegner. Normale Gegner sind viel zu schnell hier tot. Also jetzt hier, weil ich zu viel Damage raushaue. Oh, gehen wir nochmal rein? Ja klar, gehen wir nochmal rein. Immerhin hat uns jemand eingeladen. Schnell durch. Runterfallen. Schnell durch. Den hier aufs Maul. Komm mal mit hier runter. Wir versuchen das mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Der ist schon zu nah. Eigentlich macht man das schön. Man friert den ein. Springt nach hinten. Da hat irgendwas so gedroppt. Ah, die sterben so oft. Zu schnell. Das muss man echt mal noch meiner gesonderten Aufnahme zeigen. Ich möchte meine Tutorial-Reihe weiterführen. Übrigens, das nächste Tutorial-Video kommt auch bald. Und da wird es dann darum gehen, wie bekomme ich Master Level. Das werden viele kennen, aber ich werde ein paar einfach mal erwähnen, was kann man alles machen, was ist hilfreich. Hier hat doch jemand bei mir Steedfeed angepflanzt. Ja, das war ich. So, das ernten wir eben noch in dieser Folge. In der Zeit würde ich dann sagen, ich verabschiede mich schon mal und danke fürs Zuschauen. Ja, in der nächsten Folge habe ich ja schon angekündigt, werde ich nochmal durch andere Clubs durchgehen. Wenn ihr noch mehr Clubs kennt, die also wo es sich wirklich lohnt, auch hinzugucken. Ich meine, auch unser Club sieht cool aus, aber richtig cool wäre natürlich Städte oder irgendwelche riesen Bauwerke oder ich weiß nicht, was es gibt. Ich weiß nicht, ob hier auch sowas wie bei Minecraft so Redstone irgendwie sowas gibt. Das wäre natürlich richtig cool. Vielleicht kommt auch erst in irgendein Patch oder vielleicht kommt auch gar nicht. Wobei ich das immer am coolsten fand. So, wir wollen aber noch einmal zum Style Saver gehen. Das sieht alles aus, als hätte ich das alles schon. Ich kenne die alle. Ich kenne die. Ha! Der war ja so flach. Candy. Ich war gerade im Candy-Gebiet. So, alles kaputt machen. Kaputt, 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 kaputt. 65 Flux einheimsen. Das Zeug hier unten hinpacken. Ja, wie gesagt. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, ob ihr noch irgendeinen Club kennt, der richtig lohnenswert ist anzuschauen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von True. Ciao.